Willkommen zu diesem dritten Video in der Serie Klimawendezeit, in dem ich jetzt auf die Energiewende eingehen möchte. Zunächst einmal wieder der Überblick über die Gesamtserie der Videos. Klimawandel und Wachstum der Weltbevölkerung haben wir schon betrachtet. Und in diesem Video möchte ich halt die Energiewende mir genauer anschauen, bevor wir dann auf die knappe Landfläche kommen und womöglich dann das Ganze mit einer Systemsicht quasi irgendwie abschließen. Um einen Einstieg in die Energiewende zu bekommen, das Thema zu bekommen, möchte ich zunächst einmal darstellen, wie wir denn im Augenblick unseren Energiehunger befriedigen. Dazu habe ich hier den globalen Primärenergiekonsum nach den einzelnen Energiesorten quasi, die wir nutzen, aus den Rohstoffen, die wir nutzen, um Energie zu erzeugen, dargestellt. Und man sieht, die Erneuerbaren, das ist hier unten irgendwie Wasser, Solar, Wind, Biokraftstoffe und der große Rest, das sind fossile oder nicht erneuerbare Ressourcen. Auch Kernkraft ist ja nicht erneuerbar. Und jetzt kann man, wenn man sich zurücklehnt und sich das Bild anschaut und sieht, wie wenig das hier eigentlich angestiegen ist in den letzten Jahren, kann man sich fragen, und wir wollen bis 2050, das ist ja so das Ziel im Augenblick, bis dahin wollen wir alles das ersetzt haben durch Erneuerbare. Wie können wir überhaupt glauben, dass das funktionieren kann? Ja, wie kann das überhaupt gehen, wenn das nur so langsam steigt da unten? Ich möchte zeigen, wie. Dabei bin ich kein Energietechniker, muss ich auch sagen. Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass es also wirklich realistisch geht, also wirklich mit Dingen, die ökonomisch sinnvoll und technisch machbar sind, heute schon machbar sind, dass das also geht. Mir geht es hier, wieder gesagt, um eine Gesamtsicht, wo wir quasi von einer anderen Perspektive daraus kommen, drauf gucken und dann möchte ich auch da zeigen, dass es sinnvoll machbar ist. Um das zu diskutieren, möchte ich den Begriff der Substitutionsrate einführen, wie wir also Geschwindigkeit, mit der wir die fossilen Energieträger substituieren, durch Sonnenenergie und Windenergie. Hier sind so einfach so ein paar Beispiele dargestellt. Die Substitutionsrate ist dabei der Anteil am Primärenergiekonsum, der in einem Jahr durch Zunahme von Wind- und Sonnenenergie erneuerbar substituiert wird. Das heißt, wir fragen uns in einem Jahr, über ein Jahr gesehen, wie viel mehr produzieren wir als im Vorjahr? Wie viel haben wir da mehr produziert einerseits und wie viel ist diese Zunahme bezogen auf den Gesamtprimärenergiebedarf, den wir haben. Dabei war in dem Bild vorher zu sehen, dass wir etwa 10% bereits heute erneuerbar erzeugen. Das heißt, 90% muss man noch ungefähr ersetzen. Wir sind heute bei einer Substitutionsrate von 0,5%. Das heißt, es braucht noch 180 Jahre, wenn wir so weitermachen, um das zu erreichen. Gut, jetzt können wir uns fragen, wie hat sich diese Substitutionsrate in der Vergangenheit entwickelt? Wo wir heute stehen, hatte ich gerade eben schon gesagt, 0,5% pro Jahr, was wir hier erreichen. Hier ist also die Substitutionsrate über der Zeit aufgetragen, wobei es eine logarithmische Skalierung ist. Okay, wer in Mathe aufgepasst hat, weiß, wenn wir jetzt hier sehen, dass die Entwicklung der Welt quasi auf einer Geraden liegt, dann bedeutet das in der logarithmischen Darstellung, dass es real ein exponentielles Wachstum ist. Und ein exponentielles Wachstum ist sehr schnell. Und deswegen können wir überhaupt hoffen, weil es halt eben sehr schnelles und immer schneller werdendes Wachstum ist, nur deswegen können wir hoffen, dass wir die Energiewende überhaupt bis 2050 schaffen können. Nur deswegen. So, das heißt, wir können davon hoffen, dass es hier quasi irgendwie so weiter steigt, aber irgendwo wird es eine Grenze geben. Ganz einfach, weil natürlich wir nicht in einem Jahr nachher beliebig 10%, 20% der Primärenergie in einem Jahr durch Erneuerbare ersetzen können. Das schafft unsere Volkswirtschaft einfach nicht. Es muss da irgendwo volkswirtschaftliche Grenzen geben, ganz klar. Wir sehen außerdem an dieser Grafik, dass die EU ein bisschen besser dran ist. Da lagen wir also immer ein bisschen höher, da haben wir schon mehr substituiert. Wir sehen aber auch, dass es da Schwierigkeiten gibt, über diese 0,5% hinwegzukommen. Da können wir hoffen, dass wir für die Welt eben sowas nicht beobachten. Einerseits, und wir können uns auch fragen, woran das womöglich liegt. Man muss dazu sagen, das sind zu großen Teilen politische Begrenzungen. In Deutschland beispielsweise Abstandsregeln zu Windkraftanlagen, dann gibt es eine Deckelung quasi für Erneuerbare, die jetzt teilweise abgeschafft werden sollen nach neuen Gesetzgebungen, wo also man nicht mehr zubauen konnte, sodass es sich ökonomisch gerechnet hätte. Das ist also eine ökonomische Bremse quasi in die Entwicklung eingebaut. Diese Bremsen müssen abgebaut werden und ein kleines bisschen trägt auch noch dazu bei, dass wir heute kaum Speicherung haben. Und wir wissen ja, Sonnen- und Windenergie, anders als fossile, die hängen davon ab, ob jetzt die Sonne scheint oder Wind weht. Und das ist sehr schwankend. Das ist volatil, wie man das nennt. Und es gibt halt immer als den Grenzfall quasi die sogenannte Dunkelflaute, wo weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Und da muss ich natürlich irgendwas verfügbar haben, wenn ich Energie speichern könnte. Und das muss nur ganz wenig sein eigentlich. Also diese Studien zeigen auch, dass es gar nicht so viel sein muss. Dann kann ich mir von einer Dunkelflaute zum
oder von einer Zeit, wo ich zu viel Energie quasi produzieren kann mit den ganzen Solarpanels und den Windkraftanlagen, dass ich das speichern kann in die Zeit, wo halt mal für eine kurze Periode eine Dunkelflaute ist. Und es sind immer nur kurze Perioden, wie das ist. Ich muss also gar nicht so viel speichern. Ich muss nur von einem Maximum auf einem Minimum, aufs nächste Minimum der Produktion quasi das rüber speichern in großen Teilen. Und damit brauche ich gar nicht so viel Speicherung. Und das haben wir noch nicht implementiert und darum ist auch noch eine zusätzliche Grenze oder auch das begrenzt ein bisschen den Ausbau. Okay, jetzt habe ich eben gesagt, da sind Grenzen irgendwo, die wir berücksichtigen müssen. Natürlich, wenn wir jetzt Szenarien für die Energiewende entwickeln wollen. Wo können diese Grenzen denn ungefähr liegen? Und dazu möchte ich die Frage quasi umdrehen. Ich möchte fragen, was stecken wir denn heute eigentlich an Geld sozusagen in unsere Energiesysteme? Dazu sind einige Dinge hier aufgeführt, Kraftwerke, Pkw, Lkw, auch das sind ja Energiemaschinen quasi, Heizung und Hausisolation, auch das sind Dinge, die was mit Energiewirtschaft zu tun haben. Und da sehen wir, dass die Lebenserwartung, je nachdem, ein bisschen unterschiedlich ist. Beispielsweise nehmen wir mal Pkw mit 10 Jahren, da geht die Rechnung schön einfach. Also die Lebenserwartung eines Pkws ist so größenordnungsmäßig 10 Jahre. Das heißt aber, von den Pkw, die wir sehen, die wir haben im Augenblick, müssen wir jedes Jahr 10% austauschen, damit wir in 10 Jahren alle ausgetauscht haben. Das heißt also, die Substitutionsrate der Pkw durch immer neue, ist 10%. Das heißt, wir schaffen es heute schon, 10% Substitutionsrate bei diesen Energiemaschinen zu schaffen. Bei Lkw ist es ähnlich. Da schaffen wir also eine Substitutionsrate von 10%. Bei Kraftwerken ist es so, dass die Lebenserwartung 25 bis 40 Jahre ist. Und wenn wir das jetzt quasi umdrehen, also 1 durch und dann das in Prozent ausdrücken, bedeutet das, dass wir irgendwo zwischen 4 und 2,5% Substitutionsrate haben. So viel müssen wir also jedes Jahr quasi investieren für praktisch Reparatur, Austausch, Erneuerung oder auch Neubau. Das leisten wir uns heute schon. Hier bei den Dingen zur Heizung und zur Hausisolation sind wir auch in Bereichen, die nicht ganz niedrig sind. Bei der Hausisolation ist es ein bisschen extrem, da ist es halt eben nur 1 bis 2% Substitutionsrate, die wir etwa haben. Okay, das sind Grenzen, die wir erreichen können. Das heißt, wir können eigentlich relativ hoch gehen, ja, so 4% oder so, das sollte eigentlich locker ökonomisch machbar sein. Aber wir haben auch eine weitere Grenze zu berücksichtigen. Die Lebenserwartung bei Photovoltaik- und Windkraftanlagen ist heute, das ist also die Garantie, die die Hersteller heute geben, liegt bei 25 bis 30 Jahren. Das heißt, wenn wir die Energiewende geschafft haben werden, wird dort die Substitutionsrate nur bei 3 bis 4% liegen. Also wieder der Kehrwert davon und dann in Prozent ausgedrückt, 3 bis 4% jedes Jahr werden wir da ersetzen müssen. Langfristig gesehen. Dadurch, dass sie alt werden, kaputt gehen, Verschleiß haben und so weiter. Vielleicht müssen wir sie nicht ganz neu bauen, aber zumindest große Teile austauschen, sodass sie quasi wie neu sind. So, wenn wir jetzt die Energiewende, also für diese Zeit der Energiewende, die ja nur 30 Jahre möglichst weniger umfassen soll, wenn wir dort also Produktionskapazitäten aufbauen, um Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen zu bauen, da macht es eigentlich nicht Sinn, wesentlich über diese Kapazität hinauszugehen, diese 3 bis 4%, weil die müssten wir dann nach der Energiewende wieder zurückbauen, weil wir da nur Produktionskapazitäten halt eben für 3 bis 4% Substitutionsrate brauchen. Insofern ist davon auszugehen, dass so eine global ökonomische Grenze liegen wird, die etwa bei 3 bis 4% liegen wird. Das heißt nicht, dass man nicht drüber kommen kann, aber dort wird ein zusätzlicher Hinderungsgrund sein, das noch weiter auszubauen. Das reicht auch, werde ich gleich zeigen. Insofern, diese Grenze wollen wir einfach mal berücksichtigen. Das bedeutet auch, dass wir ökonomisch sinnvoll wirtschaften, dass wir also unsere Volkswirtschaft nur da reinstecken, in das, was wir auch langfristig nutzen können. Das macht also auch global volkswirtschaftlich, also globalwirtschaftlich letztendlich Sinn. Wir verplempern da nicht das Geld, was wir eh knapp brauchen für die Energiewende. Und hinterher, um CO2 wieder rückzufangen, wie ich wieder aus der Atmosphäre zurückzuholen, wie ich im ersten Video quasi erzählt habe. Das heißt also, eine ökonomische, aber sinnvoll erreichbare maximale Substitutionsrate wird irgendwo in diesem Bereich 3 bis 4% liegen. Entsprechend habe ich jetzt zwei Szenarien ausgewählt, die ich berechnen möchte, die auch etwa, wie ich gleich zeigen werde, diese Grenzen sinnvoll abbilden, wo wir hinkommen wollen. Ein einfaches Szenario und ein herausforderndes Szenario. Beim einfachen Szenario nehme ich an, dass die Substitutionsrate jedes Jahr 20% wächst. Beim herausfordernden 30% pro Jahr. Wie viel das ist, werden wir gleich sehen in der Grafik. Die maximale Substitutionsrate, ich halt etwas weniger, 2%.
und hier 3%. Wie gesagt, heute haben wir eine Substitutionsrate von 0,5%. Das heißt, wir müssen uns hier viermal mehr anstrengen und hier sechsmal mehr, als wir es heute schon tun. Also deutlich mehr anstrengend für die Energiewende. Das ist da eh zu vorausgesetzt in jedem der Fälle. Jetzt können wir uns fragen, was passiert dann? Das möchte ich zunächst einmal in Relation setzen zu dem, was wir eben historisch gesehen hatten. Da sehen wir hier das einfachere Szenario in Orange. Das schreibt etwa den aktuellen Trend der Wachstumsrate fort, bis wir diese maximale Grenze von 2% pro Jahr Substitutionsrate erreichen. Das herausfordernde Szenario in Grün, das spiegelt sozusagen die maximale Steigerung hier wieder, diese 30% pro Jahr, dass es zunimmt, bis wir die 3% erreichen, Substitutionsrate. Und mit diesen beiden Zahlen kann ich jetzt Projektionen in die Zukunft machen. Das sind wieder Szenarien an den günstigen und optimistischen und pessimistischen Grenzen. Weltbevölkerung haben wir auch zwei Grenzen quasi. Da können wir jetzt gucken, wie wir das miteinander kombinieren können. Einerseits. Wir wissen jetzt einerseits, wie viel wir die Erneuerbaren ausbauen. Wir wissen aber noch gar nicht, wie viel Primärenergie wir eigentlich zukünftig brauchen werden. Das setzt sich zusammen, dieser Bedarf aus zwei Größen. Das ist einerseits die Weltbevölkerung mal dem Pro-Kopf-Bedarf. So, die Weltbevölkerung wissen wir schon, den Pro-Kopf-Bedarf, den müssen wir noch uns anschauen. Dazu habe ich hier den Energiekonsum in der Vergangenheit dargestellt, der globale Mittelwert in Blau, in weniger entwickelten Ländern und in entwickelten Ländern, also OECD und Nicht-OECD-Ländern, und die Projektion, die ich benutze für meine Szenarien hier. Ich gehe davon aus, dass hier in diesem Fall jetzt, dass wir praktisch bis 2050 die ganzen Veränderungen quasi geschafft haben werden, hin zu einer erneuerbaren Wirtschaft, damit auch letztendlich geschafft haben, das Bevölkerungswachstum zu begrenzen, indem wir die Länder entwickeln, die weniger entwickelten Länder, sodass die bis dahin dann aufgeschlossen haben werden auf einen Wert hier, denn entwickeln heißt ja auch mehr Energie konsumieren, auf einen Wert, von dem gezeigt wurde, dass er mit dem heutigen Energiesystem etwa dem Wert entspricht, bei dem man erwarten darf, dass alle Menschen oder dass der Mensch, der diese Energie zur Verfügung hat, in einem entwickelten Lebensstandard leben kann. Also die minimale Energie, die ich brauche, um entwickelt zu leben, basierend auf heutigem Energiesystem. Da ich das Ganze nur für die Energiewende quasi berücksichtige, ist das auch die richtige Basis. Ich frage mich also nicht, wie viel Primärenergie werde ich dann zukünftig mit Wind und Sonne verwenden, sondern ich frage mich, wie viel Fossile brauche ich. Das basiert auf den vergangenen Daten quasi. Und darauf basiert auch dieser Wert. Das sind 27.400 Kilowattstunden pro Kopf und Jahr. So. Das heißt, wenn ich das so voraussetze, bedeutet das, dass im Prinzip die weniger entwickelten Länder bis dahin dann aufgeschlossen haben werden. Die können also noch mehr verbrauchen. Wir sehen aber, dass diese Länder hier oben Energie sparen müssen und zwar ganz massiv sparen müssen, um dorthin zu kommen. Gewisse Variabilitäten sind natürlich möglich, vielleicht sind da noch ein bisschen tiefer, die vielleicht ein bisschen drüber. Aber im Mittel müssen wir quasi dahin kommen, wenn diese Szenarien das abbilden sollen. Und dann können wir uns fragen, wenn wir das beispielsweise jetzt kombinieren mit der mittleren Bevölkerungsentwicklung, nach der UN, das hatten wir ja in einem anderen Video, im letzten Video quasi gesehen, das kombinieren, das, was wir zukünftig brauchen, was wir in der Vergangenheit gebraucht haben, das, was wir zukünftig brauchen, in die Zukunft sehen. Gesamtprimärenergiekonsum in unvorstellbaren Einheiten, ja, Petawattstunden, kann euch mir nicht vorstellen. Und hier unten sehen wir den Anteil quasi, der erneuerbar ist, der dann hier stark zunimmt. Also dieser Bereich hier drunter ist immer das, was erneuerbar sozusagen hergestellt wird, erzeugt wird. Kumkanosal ist, Energie kann man nicht erzeugen, die kann man nur wandeln, aber was wir praktisch bereitstellen quasi. Da sehen wir, dass halt das, was wir bereitstellen, erneuerbar bereitstellen, immer mehr wird und irgendwann holt es sozusagen den Bedarf, den wir haben, ein. Da ist dann alles erneuerbar, da haben wir die Energiewende geschafft. Und das haben wir hier geschafft, etwa kurz nach 2050 bei einem Klimaziel, was man also dann ausrechnen kann aus dem bis dahin ausgestoßenen CO2, was sich da aus dem Bereich ergibt. Das ist ja alles, was nicht erneuerbar ist. Das gehört zum oder erzeugt bestimmte CO2-Konzentrationen. Damit weiß man, wo die Temperatur herauskommen wird. Wenn wir hier das weniger herausfordernde, das einfache Szenario wählen, dann sind wir hier 2070 zu Ende, dass dann quasi das, was wir erneuerbar herstellen, den Primärenergiekonsum einholt. Und wir werden dann ein Klimaziel von 2 Grad erreicht haben. Das war für die mittlere Variante der Weltbevölkerung. Man kann auch die hohe Variante betrachten. Dann brauchen wir insgesamt mehr Energie. Die Kurve liegt drüber. Und es dauert natürlich auch länger, das einzuholen. Das heißt also jetzt, die Schnittpunkte hier liegen ein bisschen später. Die Klimaziele liegen dabei, oder das, was wir klimatisch erreichen, liegt ein bisschen höher. Aber alles in dem Bereich sozusagen, wo wir hinwollen. Irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad. Insofern sind die Szenarien schon sinnvoll.
Ich möchte das jetzt auch andersrum darstellen. Ich möchte darstellen, wie viel CO2 wir denn dann bis dahin noch ausstoßen, dass die CO2-Emissionen pro Jahr eben für die extremen Szenarien aus der vorigen Grafik, das war das günstigste und das war das ungünstigste Szenario aus den Bildern vorher, um das einfach mal ein bisschen einzuordnen. Und was man sieht, ist, dass auch für die nächsten Jahre noch der CO2-Ausstoß zunehmen wird. Das liegt einfach daran, dass die Erneuerbaren trotz exponentiellem Wachstum noch nicht so schnell wachsen wie der Gesamtenergiekonsum durch die Entwicklung der Länder beispielsweise. Die entwickelten Länder sparen ja schon ein, aber die weniger entwickelten, die brauchen ja immer mehr. Und die gewinnen, weil es halt so viele Menschen sind im Augenblick, die dominieren den Effekt, sodass der Gesamtprimärenergiekonsum aktuell steigt. Und das steigt aktuell mehr, als wir Erneuerbare quasi zubauen. Erst in ein paar Jahren wird durch das exponentielle Wachstum der Ausbau der Erneuerbaren schneller geworden sein als der Zuwachs an Gesamtprimärenergiekonsum. Und erst dann können wir es schaffen, dass sozusagen, oder erst dann wird es eintreten, dass jetzt der CO2-Ausstoß erstmal stabil wird für ein paar Jahre und dann abnimmt. Das heißt, wenn wir in den Medien jedes Jahr hören, es war ja fatalerweise doch wieder mehr CO2, was wir letztes Jahr ausgestoßen haben als davor, dann ist das nicht verwunderlich für die nächsten paar Jahre. Aber dann so langsam sollten wir dahin kommen, dass wir auf so ein Plateau kommen und dann sollte es auch langsam abnehmen. Man sieht, es nimmt erst sehr langsam ab, wird dann aber auch immer schneller. Okay, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss uns klar sein, dass natürlich hier auch ökonomisch Dinge passieren, die relativ fatal sind. Zum Beispiel ist es ja so, also zwei Punkte, die ich da ansprechen möchte. Zum Beispiel ist einerseits so, dass natürlich mit weniger CO2-Ausstoß auch die Nachfrage nach fossilen Energieträgern direkt abnimmt. Das ist ja direkt korreliert. Ja? Weniger CO2 bedeutet weniger Fossile, die wir praktisch verbrennen. Das heißt aber, das Angebot wird nach wie vor hoch sein. Das heißt aber, wenn Angebot und Nachfrage sich so verschieben, wird der Preis geringer werden. Und das ist natürlich etwas, was man wissen muss, weil wir müssen jetzt die erneuerbaren Energien, obwohl die Fossilen immer preiswerter werden in diesem Bereich, müssen wir trotzdem die Erneuerbaren immer weiter ausbauen. Das heißt, die politischen Maßnahmen müssen uns auch durch diese Zeiten bringen, wo es eigentlich immer attraktiver erscheint, womöglich doch noch die Fossilen weiter zu nutzen. Ja? Die politischen Maßnahmen müssen dafür ausreichend stark genug sein, das immer weiter voranzutreiben. Da muss man einfach aufpassen. Das Zweite ist, dass natürlich es auch Folgetechnologien gibt, beispielsweise Raffinerien, wo man sagen muss, wenn das hier abnimmt, dann brauche ich immer weniger. Raffineriekapazität muss runtergehen. Und ich kann die Prozesse einfach nicht mehr betreiben. Ich bin Verfahrenstechniker. Ich kenne mich mit diesen Prozessen aus. Ich habe mit den Leuten, die Raffinerien betreiben, gesprochen. Und die sagen, etwa so bei 80% der Auslastung, der Nennauslastung, wird schwierig, die entsprechenden Eigenschaften von beispielsweise Diesel und Benzin noch sicherzustellen mit den Anlagen, die da sind. Entweder baue ich die total um, was aber keinen Sinn macht, weil die ja sowieso nicht mehr lange betrieben werden. Oder ich schalte die Anlage ab. Ich kann nicht beliebig sozusagen die Mengen runterfahren. Das geht nicht. Das heißt, ich muss dann irgendwann Raffinerien abschalten, was dann nochmal wieder ökonomisch natürlich dramatische Veränderungen mit sich bringt. Ja, so eine Anlage, das sind ja Investitionen, die dort stehen, die wegzugeben. Und das wird ein Konkurrenzkampf werden. Da wird also die Wirtschaft ganz massiv unter Druck bekommen. Das heißt, wir laufen hier in diesem Bereich hier durch wirtschaftlich ganz, ich sag mal, schwierige Zeiten. Darüber muss man sich einfach sehr bewusst sein, dass es so ist. Und es bedeutet auch, dass man jetzt nicht noch irgendwelche anderen Spielchen machen darf, um dann die Wirtschaft womöglich da ganz umzubauen oder zu destabilisieren womöglich. Natürlich, die Wirtschaft muss sich immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln. Darauf müssen wir achten, sowohl die Politik als auch die Bürger. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass das ökonomisches System bis dahin vollständig umgeändert werden wird, weil das geht gar nicht, wenn wir da eine stabile Wirtschaft weiter betreiben wollen. Okay, ich möchte jetzt das, was ich gesagt habe, noch umdrehen. Um das zu verstehen, möchte ich zunächst ein Konzept einführen, was viele wahrscheinlich schon kennen, das Konzept des CO2-Budgets. Und zwar ist es ja so, dass eine bestimmte Temperatur in der Erde zu einem bestimmten CO2-Gehalt in der Atmosphäre gehört. Und ich kann jetzt sagen, wenn ich eine bestimmte Temperatur erreichen möchte, darf ich noch so und so viel CO2 ausstoßen. Mehr geht nicht. Und das ist das CO2-Budget, was quasi zu den verschiedenen Temperaturen gehört. Wenn ich hier das 1,7 Grad CO2-Budget oder das CO2-Budget für 1,7 Grad nehme, dann legt das quasi fest, wie viele fossile Energieträger ich noch nutzen darf und dann muss vorbei sein. Und das kann ich jetzt unterschiedlich verteilen. Ich kann früh anfangen, sagen wir 2020 sozusagen, das ist also der CO2-Ausstoß, eben durch entsprechende Umstellung meines Energiesystems, das zu reduzieren.
und bin dann kurz nach 2050 fertig mit einer relativ flachen Kurve. Ich muss mich also jedes Jahr nur relativ wenig anstrengen und die maximale Substitutionsrate, die ich brauche, ist 3,1%, also im machbaren Bereich. Wenn ich bis 2025 warte, also nur 5 Jahre länger warte, dann muss ich schon auf 3,7% kommen. Die Kurve wird steiler. Ich muss mich also immer mehr anstrengen. Ja, 3,7%, wie gesagt, heute sind wir bei 0,5% pro Jahr. Wir müssen also mehr als 7-mal intensiver die Energiewende betreiben als heute. Hier ist nur 6-mal. Wenn wir dann immer noch das Klimaziel von 1,7 Grad erreichen müssen. Und natürlich, je länger wir warten, desto steiler wird es. Und wir sehen hier die nächsten, da sind die Substitutionsraten schon langsam utopisch. Das kann man nicht mehr erreichen. So, man kann jetzt diese Einsicht auch umdrehen. Man kann sich jetzt fragen quasi, wenn ich ein Klimaziel habe und warte, wie viel Substitutionsrate brauche ich dann, um das noch zu erreichen? Das kann man in der Grafik auch darstellen, das ist hier gezeigt. Also wie viel Substitutionsrate brauche ich in Prozent pro Jahr als Funktion, als Startjahr der Intensivierung der Energiewende. Ich nehme also an, dass wir erstmal so weiter dümpeln wie bisher mit einem 0,5% und irgendwann fangen wir da an, das hochzufahren. Und je später wir anfangen, desto höher wird dann die Substitutionsrate, die wir brauchen, um das Klimaziel noch zu erreichen. Und wir sehen heute, wenn man diese Zahlen so nimmt, dann können wir 1,6 Grad noch irgendwie gerade erreichen. Mit ungefähr 4% werden ja gesagt, hier ist die ökonomisch sinnvolle Grenze irgendwo. Es geht darüber, aber das ist dann exzessive Anstrengung quasi. Hier ist das 1,7 Grad Ziel, 1,8, 1,9, 2 Grad Ziel. Und man sieht praktisch, die Kurven sind ziemlich steil, je herausfordernder das Ziel ist. Wenn wir also wirklich 1,6 oder auch die nächsten, die möglich sind, nehmen wollen, also 1,62 oder sowas, das wird immer steiler. Je länger wir warten, desto mehr steigt pro Jahr die Anstrengung, die wir dann noch brauchen, um doch wieder das Ziel noch zu erreichen. Das heißt, andersherum ausgedrückt, wir wollen ja eigentlich im Prinzip möglichst geringe Klimaerwärmung haben. Das bedeutet aber andersrum, wir müssen sofort anfangen. Jedes Jahr warten bedeutet, dass uns diese Klimaziele aus den Händen, durch die Hände rinnen, nicht mehr erreichbar werden. Und wir müssen uns maximal anstrengen, um dann halt wirklich hier oben hinzukommen. Wenn wir nur hier rumdümpeln nachher, schaffen wir es einfach nicht mehr auf die entsprechenden Klimaziele. Dann sind wir gleich schon eben ein Zehntel Grad womöglich drüber. Das heißt, wir müssen uns maximal anstrengen und sofort anstrengen, wenn wir das günstigste Klimaziel letztendlich erreichen wollen. Jedes Jahr zuwarten erhöht den Aufwand ganz massiv. Für das 1,6 Grad Ziel kann man das direkt sehen. Ja, quasi, wenn wir sind hier bei 4, irgendwas, 3 Jahre später ist nochmal 0,5% mehr. Das heißt also, 3 Jahre warten bedeutet, die Anstrengung, die wir heute machen, nochmal obendrauf. Statt 8-mal, 9-mal mehr anstrengen. Ja, und dann wird es immer steiler. Das nächste Mal sind es dann nur noch 2 Jahre sozusagen oder 2,5 Jahre, dann nur noch 2 Jahre, um dann wieder noch einmal das draufzupacken, was wir heute an Anstrengung für die Energiewende haben. Wird also immer herausfordernder. Das heißt, politisch sinnvoll ist eigentlich nur maximal die Energiewende zu forcieren, um eben möglichst die günstigen Ziele noch zu erreichen, den Klimawandel zu begrenzen. Mit all den Konsequenzen, die ich in dem ersten Video quasi beschrieben habe. Das heißt, wir können das zusammenfassen, das Ergebnis dieses Videos. Wir haben das 1,5 Grad Klimaziel verschlafen. Wenn wir nicht noch wieder CO2 zurückgewinnen wollen, wir müssen es sowieso, aber 1,5 ohne das geht gar nicht mehr. Wir brauchen aber selbst für das 2 Grad Ziel oder um möglichst günstig zu werden, ein konzertiertes globales Handeln, zwangsweise, selbst um dieses 2 Grad Ziel zu erreichen. Wenn wir 1,7 Grad Celsius erreichen wollen, dann müssen wir die Energiewende intensivieren um einen Faktor 6. Bei 1,6 Grad Celsius müssen wir sogar Faktor 8 nehmen, wenn wir auf die 4% Substitutionsrate kommen. Das müssen wir aber über Jahrzehnte aus durchhalten. Und dazu ein Wort in der aktuellen, wo ich das Video aufnehme, Corona-Virus-Krise, also Covid-19-Virus-Krise. Das schwächt unsere Wirtschaft. Das heißt, uns geht eigentlich Wirtschaftskraft verloren, die wir eigentlich brauchen, um diese Energiewende immer weiter zu treiben. Das heißt, eigentlich wird dadurch die Situation noch schwieriger für die Energiewende und die Begrenzung des Klimawandels. Das werden die Herausforderungen für die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte werden dadurch dramatisch erhöht. Und das ist etwas, was ein bisschen eine fatale Nebenkonsequenz dieser Pandemie letztendlich ist. Natürlich, man kann dann die Weichen entsprechend stellen. Wir lernen vielleicht auch daraus, dass das Wechselspiel zwischen Individuum und gesellschaftlichen Konsequenzen berücksichtigt werden muss, was man damit hinüberretten kann, quasi auch zur Betrachtung des Klimawandels. Vielleicht schaffen wir das, dann ist das wieder positiv, aber man muss sich da ziemlich anstrengen, um es in diese Richtung zu schieben.
Wir werden außerdem um das aktive Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre nicht herumkommen, um halt eben runterzukommen mit der Temperatur und um halt eben dann auch konsequenterweise die Kipppunkte, eben das Abschmelzen der Festlandeise, quasi der Eisschilde, zu verhindern. Damit bin ich am Ende dieses dritten Videos. Herzlichen Dank, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind, und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.